Barbie, das ist ein genialer Platz, um ein Picknick zu machen. Ja, dieser Platz ist perfekt hier. Ich suche jetzt erstmal ein paar Würmer, die brauche ich zum Angeln. Da wird sich Barbie richtig erschrecken. Hey Barbie, guck mal, was ich hier hab. Ah, Igitt! Ken, du weißt, ich hasse sowas. Du musst dich doch nicht erschrecken, das ist doch nur ein Wurm. Ich finde das trotzdem eklig. Barbie, du bist so ein Angsthase. Oh, mit diesem Köder beißt bestimmt ein Fisch gleich an. Oh, geht weg! Oh, so viele Mücken! Oh, geht weg! Lass mich in Ruhe! Oh, ich habe einen riesen Fisch gefangen! Oh nein, es fängt an zu nieseln! Oh, es ist schon richtig kalt! Das ist ja seltsam. Heute soll es eigentlich nur sonnig sein. Mir ist so kalt. Oh, ich will nicht, dass Barbie krank wird. Ich muss ihr unbedingt meinen Kapuzenpullover geben. So kalt. Barbie, schnell, zieh den Pullover über. Barbie, geht's dir besser? Ist dir jetzt wärmer? Oh, ich glaube, ich bin schon krank. Keine Sorge, Barbie, wir fahren schnell zu Dr. Auer. Oh, da klopft jemand hereinspaziert. Hatschi! Oh, das hört sich ja gar nicht gut an. Wollt ihr Dr. Auer sehen? Ja, bitte. Barbie fühlt sich gar nicht gut. Hallo Barbie, hallo Ken. Aber wo ist denn dein T-Shirt? Hatschi! Oh, mit dem ganzen Regen bin ich ganz nass geworden. Und Ken hat mir seinen Pullover geliehen. Okay, ich verstehe. Zuerst müssen wir diese nassen Klamotten ausziehen. Dr. McStuffin, können Sie bitte neue Klamotten für Barbie holen? Wir haben hier nur Klamotten für Krankenschwestern. Kein Problem. Hauptsache, es ist trocken. Kalt. Barbie, das ist für dich. Zieh dich um und ich bring auch was für Ken. Danke. Für Ken bringen wir jetzt auch was. Hatschi! Ich versuche mich zu beeilen. Ken, das ist für dich. Oh, danke. Mir wird langsam auch schon kalt. Ich bin fertig. Hatschi! Super, komm her. Oh, Barbie, ich hoffe, dir geht's bald wieder besser. Jetzt höre ich mir das mal genauer an. Atme tief ein genau, tief ein und wieder aus. Alles hört sich gut an. Jetzt müssen wir erstmal das Fieber messen. Oh, die Temperatur ist etwas erhöht, aber es ist noch kein Fieber. Ist das schlimm? Keine Sorge, Ken. Es ist nur ein wenig. Und ich mache weitere Tests. Jetzt schauen wir erstmal in den Rachen. Barbie, mach deinen Mund ganz weit auf. Es ist etwas rot. Aber nichts, um sich Sorgen zu machen. Es ist nur eine leichte Erkältung. Damit wird es dir wieder besser gehen. Die Tabletten gebe ich dir mit 2-mal am Tag und in 2-3 Tagen wirst du wieder wie neu sein.
Und was kann ich für Barbie tun, damit es ihr besser geht? Ken, ganz wichtig ist, dass Barbie ganz viel schläft und du kannst sie eine Suppe vorbereiten. Danke, Dr. Auer. Wartet, ihr habt eure Klamotten vergessen. Oh ja, stimmt. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Barbie, ich habe dir einen Blumenstrauß mitgebracht. Wie hübsch. Danke für die Blumen. Hallo Barbie. Ich habe dir einen Blumenstrauß mitgebracht. Oh, die sind ja hübsch und die riechen gut. Hey, ich habe Barbie zuerst Blumen gebracht. Also das willst du. Nimm das. Nein, sie gehört mir. Nein, mir. Lass mich los. Oh nein, bitte hört auf, ihr beiden. Hört auf. Ich war zuerst dran. Hört sofort damit auf. Schaut mal, wie ihr beide aussieht, eure Gesichter. Kommt mit, wir gehen zu Dr. Auer. Hereinspaziert. Hallo Dr. Auer, wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Na klar, Barbie, aber was fehlt dir denn? Mir fehlt nichts. Jungs, kommt rein. Jungs, wie seht ihr denn aus? Was ist denn mit eurem Gesicht passiert? Er hat angefangen. Nein, du. Hey, ihr beide, hört auf, nicht streiten. Die haben sich um mich geprügelt. Total dumm. Jungs, Gewalt ist keine Lösung. Ich hole jetzt mal eine Salbe. So, du bist fertig? Dr. Auer, kann ich nach Hause gehen? Ich brauche keine Creme. Nein, nein, stopp. Dein Auge braucht Eis. Ich hol's. Hier, halt das Eispack an dein Auge. Mach dir keine Sorgen, Kevin. Du wirst auch noch jemanden finden. Hallo. Dr. McStuffin, haben Sie die Medikamente, die ich bestellt habe? Ja, ich habe sie. Kleinen Moment. Ja, hier sind die Medikamente. Dankeschön. Oh, die ist ja hübsch. Dr. Auer, wer ist das denn? Das ist die Krankenschwester von der Praxis nebenan. Ich muss sie unbedingt kennenlernen. Hey, warte auf mich. Was ist das denn? Daisy, hast du dir wehgetan? Geht's dir gut? Au, alles tut weh. Au. Au. Lass mich nachschauen, ob auch alles in Ordnung ist. Alles normal, du hast dir nichts gebrochen. Aber lass uns mal transformieren. Oh, die Transformation hat ja gut geklappt. Ja, aber wieso kann ich nicht mehr hochfliegen? Ich glaube, da stimmt irgendwas mit deinem Propeller nicht. Mal sehen. Halt still. Jetzt müsste alles wieder passen. Ich probiere es sofort aus. Danke, Dr. Auer. Tschüss, Dizzy. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.